Wen soll ich wählen? Versteht ihr denn nicht? Es gibt drei von ihnen. Ich bin alleine. Aber ich muss heute eine Entscheidung treffen. Mit wem werde ich in der Schule ausgehen? Und das Date ist in einer Stunde. Diana, weißt du, du solltest denjenigen wählen, der dir die besten Geschenke gemacht hat. Jana, du kannst nicht nach Geschenken auswählen. Ich sag euch was, Mädels. Ich glaube, ich weiß, für wen ich mich entscheiden werde. Wirklich? Ja, Mädchen, wirklich. Wie auch immer, bringt mir meine Kosmetika. Es ist Zeit, mir vor dem Date die Nase zu pudern. Pudere dir die Nase. Okay, warte. Mist. Wen soll ich denn jetzt wählen? Dima, Kostja, Smile. Dima, Kostja, Smile. Ich habe wirklich keine Wahl getroffen. Das ist doch so schwierig. Also Mädels, ich fange an. Ich fange mit Dima an. Okay. Ich? Oh mein Gott, so schnell hast du dich entschieden? Beruhig dich, sie sagt nur was zu dir. So einfach ist das nicht. Also Dima, wir sind ausgegangen, haben Schluss gemacht und sind dann wieder ausgegangen und dann habe ich mich für mich entschieden. Du bist freundlich, ordentlich, süß, niedlich, aber du bist nicht sehr treu. Weißt du noch, wie oft du mich betrogen hast? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Weißt du das noch? Diana, ich werde das nicht mehr tun, okay? Bitte wähle mich. Dima, warte einen Moment. Kostja? Smile, du kannst gehen. Beruhig dich. Kostja, wir waren zwar nicht lange zusammen, aber ich habe auch etwas verstanden. Du bist stark, fürsorglich, flauschig, beschützend, aber du hast auch Nachteile. Du bist zu korrekt und du bist auch langweilig. Und abgesehen davon hast du mir verboten, kurze Röcke zu tragen. Und ich liebe kurze Röcke. Verstehst du das nicht? Es war falsch, dir das zu verbieten. Du darfst alles tragen, was du willst. Danke, Kostja. Das werde ich tun. Okay. Smile. Oh. Oh, Smile. Wir hatten die spektakulärste Beziehung zusammen. Du bist ein böser Junge. Ich hatte auch nicht erwartet, dass du vor Schulbeginn ins Camp kommst. Aber jetzt bist du da. Ja, Diana, ich bin früher hergekommen. Ich wusste, dass du eine Wahl treffen würdest. Warum bist du nur hier? Ich will, dass wir fertig werden. Bring das zu Ende, okay? Ja, Diana, lass uns das schnell erledigen und nach Hause gehen. Ich möchte wissen, wen ich bekommen werde. Ich habe genug von diesem grünen Schopf. Nun, ich hoffe doch sehr, wir werden nicht mit ihr an eine Schule gehen. Oh Gott, das hoffe ich auch. Also Smile, lass uns weitermachen. Als wir zusammen waren, wurde mir klar, wer du bist. Du bist arrogant und selbstbewusst. Cool, narzisstisch, gut aussehend, aber nicht treu. Diana, ich war so. Jetzt habe ich mich aber völlig verändert. Wenn du mich willst, dann werde ich dich davon überzeugen, okay?